Schmidt. Oh, sind das etwa meine Setzlinge, die ich bestellt habe? Mit Setzlinge schaut es eigentlich nicht aus. Agnes, was haben wir bekommen? Ja. Oh. Lady-Versand. Hildegard Hähnlein? Die gibt es hier nicht. Das ist für Schwester Hildegard Hähnlein. Und wann darf ich das Habit wieder anziehen? Vielleicht schaffe ich es ja noch, nach München zu fahren. Du könntest bei Schwester Hildegard mal versuchen, rauszubekommen, ob die Mutter überhaupt da ist und wann es am günstigsten ist. Aber bitte verrate nichts, weil dein persönliches Drama, das möchte ich der Mutter Oberin lieber selber beibringen. Glauben Sie denn echt, dass sie mich aufnimmt? Nach all dem? Und was, wenn ich ins Gefängnis muss? Gefängnis? Ach, das glaube ich nicht. Aber bei der Mutter weiß man ja nie. Am meisten wird sie sich darüber ärgern, dass sie auf dich reingefallen ist. Wo sie doch so stolz ist auf ihre untrügliche Menschenkenntnis. Guck mal, Lotte, 3 Pakete. Von einem Damen-Oberbekleidungsversand für Schwester Hildegard Hähnlein. Warum hat sie unsere Adresse angegeben, wenn die Sachen doch für sie sind? Und überhaupt, was will sie damit? Ich muss sowieso ins Mutterhaus. Kommt, ich nehm's mit. Und ich dachte schon, es seien meine Ingwer-Setzlinge. Wozu brauchst du Ingwer? Willst du etwa japanisch kochen? Nein, ich will eine Infusion ausprobieren. Du willst dir doch nicht etwa Ingwer intravenös? Nein, für eine neue Klostergeist-Variante. Nein, Sie müssen Barbara dringend ins Gewissen reden. Wenn Ihr Mann jetzt zurückgeht nach London, dann befürchte ich das Schlimmste. Ich denke, sie hat Schluss gemacht mit dem anderen. Ja, schon. Aber er lässt einfach nicht locker. Jeden Tag liegen Blumen vor dem Laden. Ich war vor meinem Dienst immer vorbei und nehme sie weg. Aber heute schaffe ich das nicht mehr. Ja, ich schaffe das auch nicht. Ich ziehe dir nicht immer den Schuh von anderen an. Barbara ist alt genug, um allein die Konsequenz zu ziehen. Ich weiß. Aber einfach daneben stehen und zuschauen, das kann ich nicht. Ja, mir fällt es auch schwer. Aber nicht helfen ist manchmal die beste Hilfe. Ohne Stützräder, Herr Wöller, ich bin beeindruckt. Aber sicher rechnen Sie die Kilometer auch als Reisekosten ab. Ich rechne ausschließlich in Kalorien ab. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass diese Parkplätze für Kraftfahrzeuge bestimmt sind. Sprich, für den Wagen des Bürgermeisters. Das da vorne sind Fahrradständer. Genau. Und das hier ist mein Parkplatz. Und wenn ich hier eine Kuh parke, ist es ausschließlich meine Angelegenheit. Frau Labern, ja, ich bin's. Was liegt an? Jede Menge. Wo sind Sie? Händchen halten mit Ihrer neuen Assistentin? Sehr witzig, ich kann mich totlachen. nein, meine Assistentin hat sich Bedenkzeit ausgebeten. Also, zügeln Sie Ihre hemmungslose Fantasie. Was liegt an? Naja, von Ihren Anrufen mal abgesehen, in Ihrem Büro sitzt der Fraktionsschriftführer mit 2 Kollegen. Aha. Ich hätte den Helden mehr Stehvermögen zugetraut. Aber bitte, es wird mein Vergnügen sein, Sie winseln zu hören. Und der Oppositionsführer Lehmann bitte dringend um einen Termin. Von wegen Kloster und Heilquelle. Ja, dann sagen Sie ihm, er soll sich nach Weihnachten bei mir melden, aber erst, wenn die Tannen nadeln. Ende. Meine Herren, na sowas auch noch zu dritt. Ich bin beeindruckt. So, aber als erstes muss ich meine Post durchschauen. Ich erwarte nämlich einen Eilbrief vom Landesvorstand, den Platz im Landtag betreffend. Dann ist es dir also ernst mit dem Landtag. Und du kandidierst nicht für die Bürgermeisterwahl. So ist es, meine Herrschaften, so ist es. Ah, da ist er ja. Vertraulich und persönlich. Naja, wir haben nämlich einen neuen Kandidaten, der bereit ist, für dich einzuspringen. Was? Platz 17? Unter ferner Liefen, ja, ist denn das zu fassen? Frau Labern! Hast du gehört, was ich gesagt habe? Was? Wir haben einen Ersatzkandidaten für dich. Für mich? Als Bürgermeister? Ja, wer ist denn so saublöd, wenn ich mal fragen darf? Der Huber Hermann. Hermann Huber. Ja, die Sache ist perfekt. Ich will dir nur Bescheid sagen, nicht, dass du... Raus! Dann behauptest, wir hätten nicht darüber geredet. Raus, hab ich gesagt! Ja, aus den Augen, ihr hinterfotziges Volk! Was hast du dir alles selber zuzuschreiben? Nur noch ein Wort, ja? Und ich werde angreifen.
Verschwindet da, ihr erbärmlichen Kanaillen! Und Huber als Bürgermeister! Ihr habt sie doch nicht alle! Könnt ihr gleich den Bock zum Gärtner machen! Der Huber will Bürgermeister werden? Ja. Aber seine erste Amtshandlung wird sein, der muss sich hier erstmal hier einen Treppenlift bauen lassen, ja? Damit er mit seiner Waffe ins Büro kommt. Ach, was reg ich mich auf. Aber, Schwester, was dem Fass die Krone aufsetzt, ist dieser Brief hier. Schauen Sie sich das mal an, das ist vom Landesvorstand bei der Kandidatur für den Landtag betreffend. Wir freuen uns, dir Platz 17 anbieten zu können. Ja. Was glauben die denn, wer ich bin? 40 Jahre in der Partei, 20 Jahre hier Bürgermeister von dem Kaff. Ja, voilà. Vielleicht ist es ja ein Wink des Himmels. Was? Ein Zeichen dafür, dass Sie endlich zur Einsicht gelangen und aus Ihrer Schmollecke herauskommen. Sie werden doch nicht etwa tatenlos zusehen, wie Ihr Huber-Spätzl die Gemeinde für seine persönlichen Freunde auslotet. Das kann Ihnen doch nur recht sein. Wie ich den Huber kenne, wird er seine beiden abtrünnigen Parteifuzis kräftig schmieren und die werden dann gegen Sie prozessieren. Aber Sie wollten das ja so. Auch der Huber wird den Prozess verlieren. Aber Sie werden mir lieber. Also wirklich, Schwester, vergessen Sie den Huber. Weil der wird den Tag bereuen, an dem er geboren wurde. Weil wenn ich gegen den bin, ja, Frau Laban, finden Sie die Baustelle raus, auf der Huber Sand in seinen Beton mischt, aber... Ich sage nicht, worum es geht. Ja, weil ich will den Vorteil der Überraschung haben. So, bin jetzt durch. Oder wollen Sie noch was? Sie zur Vernunft bringen. Aber wie ich sehe, ist das ja in Ihrem derzeitigen Zustand absolut unmöglich. Entschuldigung, ich will mich ja nicht groß einmischen, aber... Ist das Ihr neues Image für die Landtagswahl? Ganz ehrlich gesagt, ich würde das nicht anziehen. So landen Sie bestimmt auf dem letzten Platz der Liste. Danke für den Tipp. Mhm. Und jetzt, gelobt sei Jesus Christus? In Ewigkeit. Er ist im Ochsen, auf einer Fraktionssitzung. Was? Im Ochsen? An meinem Stammtisch? Na, warte. Aber zuerst rufen Sie mal diesen Idioten an, ja, der diesen Brief verfasst hat, auch vom Landesverband. Und ansonsten bin ich für niemanden zu sprechen. Es sei denn, Frau Annerst ruft an. Guten Morgen. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Im Stau. Ja, ich habe eine gute Nachricht für euch. Der Dr. Hölzel ist wieder zu Hause. Er hat die Operation gut überstanden und er wird in ein, zwei Wochen wieder bei euch sein. Und dann seid ihr mich endlich los. Schade. Das sagst ausgerechnet du? Bei Ihnen ist einfach mehr los. Wo ist denn der Georg? Ist der krank? Nein, der kommt nicht mehr. Was heißt, der kommt nicht mehr? Ich soll ihn ausrichten. Er glaubt nicht mehr an den lieben Gott und all das Zeugs. Ah, und wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich in der Aula und übt Klavier. Aha. Jetzt kommst du bitte mit mir. Warum? Ich habe dem Pfarrer gesagt, dass ich aus der Kirche austreten will. Also, was soll ich denn noch im Religionsunterricht? Vergiss doch einfach die Religion, das ist Unterricht. Und die Schüler müssen in den Unterricht gehen. Aber ich bin gerne bereit, mit dir darüber zu reden, warum du nicht mehr an den lieben Gott glauben willst. Das können Sie sich sparen. Für mich ist das alles gestorben. Ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich noch den Flieger. Nach London fliegt doch jede Stunde einer. Kannst du nicht noch bleiben? Barbara, das ist der wichtigste Auftrag meines Lebens. Das ist doch kein Leben. Ständig bist du weg und arbeitest nur noch. Nanu, Blumen? Vielleicht ein heimlicher Verehrer? Ach was, die sind für Gina, fürs Pfarrhaus. So,
Ich muss dann jetzt los. Max, bitte bleib hier. Ach, wie stellst du dir das vor? Wir leben nur noch aneinander vorbei. Du kümmerst dich um deine Karriere, ich mich um den Laden und die Kinder. Und was wird aus uns? Hey, ich mach das doch nur wegen uns. Und ich verspreche dir, wenn ich erst aus London zurück bin, dann machen wir erstmal richtig schönen Urlaub. Aber ich kann und will den Auftrag nicht sausen lassen, das musst du verstehen. Tut mir leid, ich muss jetzt los. Also dann, ich liebe dich. Ich dich auch. Pass auf dich auf. Du auch. Ciao. Tschüss. Zweckentfremdetes Parken eines Zweirades auf reservierten Kfz-Parkplatz. Ja, bravo. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Hä? Hey, sind Sie verrückt? Wie viele von den Dingern haben Sie schon geklebt? Das ist erst das dritte. Jetzt fahren Sie in Ihre Firma und sagen Ihrem Oberplakat, Heini, dass gegen diese Aktion eine einstweilige Verfügung vorliegt. Und er soll die Aktion abblasen. Zuwiderhandlung hat unangenehme Folgen, ist das klar? Ja. Was haben Sie da drin? Die anderen Plakate, 500 Stück. Ah ja. Jetzt ist es nicht mehr so schwer. Sehen Sie? Schon wieder. Aber sie hat sie weggeworfen. Oh. Wo ist Barbara? Sie musste noch mal nach Hause, die Sachen in den Trockner tun. Kennst du einen Georg Albus? Das kleine Klaviergenie. Genau. Ist mit seiner Familie alles in Ordnung? Das ist ein echtes Drama. Die Eltern haben sich vor einem Jahr getrennt. Und seit gestern liegt die Mutter in der Klinik. Die beiden Kinder sind jetzt alleine zu Hause. Oh je. Was hat sie denn? Krebs. Sie wurde gestern sofort operiert. Aber wieso? Wie kommen Sie auf Georg? Ach, nur so. Er ist mir aufgefallen im Religionsunterricht. Grüß mir Barbara. Bis heute Abend. Mir fällt das leicht. Und du machst es nur noch schlimmer. Hör auf, mir nachzulaufen und mir Blumen vor die Tür zu legen. Max hat sie gesehen heute früh. Ich will nicht mehr lügen. Barbara! Nicht ich oder du lügst. Dein Leben hier ist die Lüge. Bitte geh. Nur Platz 17 auf der Landesliste? Da ist er ganz weit hinten. Aber das geschieht ihm ganz recht. Ich meine, einfach den Krempel so hinschmeißen und den Nonnen und Lehmann das Feld überlassen. Ich kann euch nur sagen, wenn ich am Ruder bin, dann... Vorsicht, er kommt. Mit Hermann Huber, die Zukunft bauen. Du hast mein Plakat abgerissen? Das ist Sachbeschädigung. Meine Anwälte werden mich verklagen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mussolini. Ich bin der nächste Bürgermeister von Kaltental, Bad Kaltental. Und jetzt verschwinde, wir haben hier eine Fraktionssitzung. Hermann, du setzt dich wieder hin und du gehst an deinen Stammtisch. Aber vorher bringe ich diesen Kerl hier um. Von mir aus, aber bitte nicht in meiner Wirtschaft.
Wenn's raufen müsst, geht's hinaus auf die Straße. Also los, komm. Auf dein Niveau lasse ich mich doch gar nicht herab. Weißt du gar nicht, wie man das schreibt? Hermann. Ich bin ein zivilisierter Mensch, Willi. Im Gegensatz zu diesem... Was? Du willst also wirklich eine Tracht Prügel, ja? Gut. Aber nicht hier, nicht hier auf der Straße, das sehen zu viele Leute. Wann dann? Nach der Wahl? Heute. Heute Abend um 20 Uhr in der Kiesgrube. Und bring deinen Verbandskasten mit, du wirst ihn brauchen. Und du, bring deinen Sarg mit. Du wirst ihn brauchen. 20 Uhr. Ja, was gibt's? Ja, Herr Brudbeck. Was? Die Frau Anna ist bei uns in der Firma, also passen Sie mal auf. Sie halten sie fest. Ja, ist das klar? Weil ich muss noch nach Hause mich umziehen. Herr Brudbeck, wenn die Dame nicht mehr da ist, wenn ich eintrudle, sind Sie nicht mehr da, ab nächsten Ersten. Ist das klar? Ende. Felicitas? Lotte, was ist? Liegt bei dir eine Helga Albus auf der Station? Ja, warum? Aber da kannst du jetzt nicht rein. Die Kinder sind gerade bei ihr. Wie geht's ihr denn? Warum? Ich wollte ja nur wissen, ob sie die Operation gut überstanden hat. Ich darf mit niemandem über meine Patienten reden, auch mit dir nicht. Ihr Junge ist bei mir im Religionsunterricht. Nun ja, die Operation verlief normal, nur... Was? Ob sie die Nacht überlebt, ist fraglich. Oh Gott. Ja, der liebe Gott. Manchmal macht das einem nicht leicht. Die armen Kinder. Was ist denn mit dem Vater? Der ist verschollen. Unter der Adresse in München, die er hinterlassen hat, meldet sich keiner. Ja, vielleicht ist er umgezogen oder was weiß ich. Ich habe euch ein Eis mitgebracht vom Mittagessen. Nein, danke. Meine Mutter braucht sie, hat sie gesagt. Kümmerst du dich? Aber gern. Was wollen Sie hier? Nun ja. Lassen Sie mich in Ruhe. Und kommen Sie mir ja nicht wieder mit dem lieben Gott. Fast jeden Tag ist die Mama in die Kirche gerannt. Und jeden Tag haben wir gebetet. Morgens, mittags und abends vorm Schlafengehen. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Wenn Gott will. Und wenn er nicht will, was dann? Er will. Nur manchmal gelingt es ihm halt auch nicht so recht. Gegen die Gesetze der Natur. Komm, Lisa. Stören. Ich bin Schwester Lotte, die Religionslehrerin von ihrem Sohn. Ach ja? Er hat mir gar nicht erzählt, dass er eine neue Religionslehrerin hat. Hat er auch nicht. Ich bin nur die Aushilfe. Wie geht es Ihnen? Gut. Ich kann jetzt verstehen, warum Menschen drogenabhängig werden. Alles ist so einfach, so... So schön, so leicht. Da. So wie früher einmal, als die Welt noch in Ordnung war. Nur, was wird aus den Kindern? Ich bin auch bereit. Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Helfen Sie mir mal, so ein bisschen aufzurichten. Also? Alle lügen mir hier was vor. Netterweise, aber das spürt man, wenn es zu Ende geht. Das ist wie Musik, die man von Weitem hört. Da. Von tief innen drin. So wie Georg spielt. Ja, Ihr Sohn spielt wunderschön. Wo hat er denn das gelernt? Von seinem Vater.
Er ist Musiker. Deshalb habe ich ihn ja geheiratet. Weil ich auf seine Musik hereingefallen bin. Wir können Ihren Mann nicht erreichen. Sie wissen nicht, wo er sich aufhält. Ja. Das letzte Mal hat er vor 4 Wochen mit meinen Kindern telefoniert. Mehr weiß ich nicht. Lotte, du gehst jetzt besser. Bitte. Frau Almus, ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Dr. Köhler hat gesagt, ich kann Ihnen so viel geben, wie Sie brauchen. So, Herr, jetzt sind wir beide gefragt. Ich denke und du lenkst. Ich muss diesen Vater finden, also sag mir schon, wo er ist. Na schön, dann frage ich eben den Meier. Na endlich. Ich habe ihr die ganze Firma gezeigt. Jetzt trinkt sie Kaffee. Sehr gut. Brotbäckchen. Frau Annas, wenn ich das gewusst hätte. Meine Schuld, ich war gerade in der Gegend und habe dann ganz spontan. Ja, spontan ist immer gut. Ich treffe meine ganzen Entscheidungen spontan sozusagen aus dem Bauch eigentlich. Eigentlich bin ich Bauchredner. Ich wollte Ihnen den Vorschlag machen, dass wir uns endlich duzen. Ich werde Wolfgang. Finden Sie das gut? Ich habe mich nämlich entschlossen, Ihr Angebot anzunehmen. Ja, und als Ihre Sekretärin hier in der Firma, da wäre etwas Abstand doch sicherlich besser. Nein. Ja. Also, Celi, mir fehlen die Worte. Langsam. Sie haben ja meine Bedingungen noch nicht gehört. Nicht nötig. Ich bin sicher, dass wir uns bei den Bedingungen einig werden. Mein Gott, Sie wissen ja gar nicht, was für eine Freude Sie mir machen. Ja, wann fange ich denn an? Ja, ich würde sagen, heute Abend. Ich lade Sie zum Essen ein, zu mir. Ich köchle uns etwas. Shrimps mit Glasnudeln, Zitronengras, Koriander. Sie können kochen? Natürlich. Das ist eine meiner Leidenschaften. Bei der Gelegenheit können Sie dann die anderen auch kennenlernen. Gut, abgemacht. Bis heute Abend. Wolfgang. Wolfgang. Ja. Bitte hör mich erst an. Nein. Ich hab die Nase voll, dass du mich ständig anlügst. Wäschetrockner, und dann triffst du dich mit ihm. Ich hab nicht gelogen, ich war zu Hause und er stand auf einmal vor der Tür. Ich hab ihn sogar weggeschickt, aber dann... Gina! Ich komm nicht dagegen an. Ich kann machen, was ich will. Wenn ich einschlafe, dann denke ich an ihn. Und wenn ich aufwache, auch. Wenn Max nächste Woche aus London zurückkommt, dann sag ich es ihm. Ehrlich, Gina. Ich will nicht mehr so weiterleben. Egal, was ich tue immer jemandem weh. Als ich noch im Kloster war, da war alles so einfach. Auch außerhalb des Klosterlebens gibt es Regeln. Und wer diese Regeln verletzt, der muss auch die Konsequenzen dafür tragen können. Aber es ist dein Leben. Ich muss los. Gina! Gina! Du bist mir nicht böse, oder? Nein. Ich bin nur ein bisschen traurig. Aber das vergeht auch wieder. Bis bald. Ach du lieber Himmel. 5, 4, 3, 2, 1 und tschüss. Herr Meier, wir brauchen Ihren Computer. Der ist schon aus. Da machen wir ihn eben wieder an. Wir müssen diesen Mann hier finden. Matthias Albus. Er hat bis vor kurzem unter der Adresse gelebt. Und darf ich fragen, warum? Nein, aber es ist wirklich dringend. Das kriege ich mit unserem alten Computer da nicht raus.
Da muss ich in München beim Einwohnermeldeamt anrufen. Hoffentlich sind die noch da. Polizeidienststelle Kaltental City, Wachtmeister Meier. Ich brauche alles, was ihr über einen gewissen Albus Matthias habt. Nicht Airbus, Albus, A wie Anton. Ja, geht das noch heute? Die Sache ist von höchster Dringlichkeit. Ich warte. Danke. Over und aus. Sie schicken ein Fax. Aber wollen Sie mir nicht doch sagen, warum wir das brauchen? Herr Meier, haben Sie das Plakat von dem Huber gesehen? Ja. Aber wenn die Leute den wählen, dann sind sie selber schuld. Wenn der Wöller das sieht, der ist im Stand und erwürgt ihn mit bloßen Händen. Und? Wäre das so schlimm? Nein. Albus Matthias. Merci. Danke. Ah ja, Goethestraße 147, C.O. Anzengruber. Wohnt zur Untermiete. Prima, da fahren wir jetzt hin. Bitte nicht, Schwester. Ich habe Oma versprochen, die Ligusterhecke zu schneiden. Doch, Herr Meier, mit Ihrem Streifenwagen sind wir viel schneller. Nein. Bitte. Ich helfe Ihnen auch nachher, die Ligusterhecke zu schneiden. Nein. Das war dann aber alles. Nein, wir müssen noch ganz schnell ins Mutterhaus. Und dann von meinem Kofferraum in den ihrigen ein paar Pakete umladen. Ja, was denn noch? Ich komme in Teufels Küche, wenn das rauskommt. Dafür kriegen Sie im Himmel ein ganz lauschiges Plätzchen, Herr Meier. Na toll. Lady Versand, da kauft Truder auch immer. Warten Sie, ich mache Ihnen auf. Danke. Mit Hermann Huber gemeinsam die Zukunft bauen. Ja, mit was wohl? Mit dem Beton aus seiner Firma. Wenn das die Mutter Oberin sieht, dann kommt sie vom Glauben ab. Sagen Sie das noch mal. Hermann Huber will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Ist jetzt ganz Kaltental dem Irrsinn verfallen. Frau Laberl, ich kann das gar nicht glauben. Und wo kann ich jetzt Herrn Wöller erreichen? Aha, ich verstehe. Ist Herr Lehmann im Haus? Würden Sie ihn bitte ausrichten, er möchte mich zurückrufen? Danke, Frau Laberl. Huber, das ist doch dieser Baulöwe. So ist es. Und falls der wirklich gewählt wird, sehe ich schwarz. Wöller war schon schlimm genug, aber Huber ist das Allerschlimmste. Entschuldigen Sie, aber dieser Brief kam eben per Eilboten. Vom Verlag, der ist dann Sie. Richtig, aber er bezieht sich auf Ihre Korrekturen und Änderungswünsche an meinem Roman. Ich dachte nur, das interessiert Sie vielleicht. Verstehe ich nicht, warum Sie die erste von uns allen für gut befundene Fassung nun so, entschuldigen Sie den Ausdruck, verstümmelt haben. Und völlig unverständlich ist es uns allen, dass Sie nun den Organisten zum Mörder gemacht haben, einen Charakter, der viel zu wenig Kultur hat und dessen Motiv doch eher trivial erscheint. Kurzum, ich bitte Sie, das Ganze noch einmal zu überdenken, denn die vorliegende Fassung scheint uns in dieser Form für eine Veröffentlichung nicht geeignet. Ignoranten. Die neue Fassung ist die zufällig von Ihnen inspiriert worden? Ja, und meiner Meinung nach ist sie wesentlich besser als dieser doch eher naive erste Versuch. Mit dieser Meinung stehen Sie offenbar alleine da. Arme Schwester Hildegard. Tor! Ach, was? Schwester Hildegard? Schwester Hildegard? Beruhigen Sie sich doch. Sowas kann schon mal passieren, dass der Autor sich verunsichern lässt. Aber eigentlich hatte der Brief auch was Positives. Positiv? Die wollen Mord im Beichtstuhl so nicht drucken. Alles war umsonst. Nein, im Gegenteil. Eigentlich hat Dr. Kramer doch nur gesagt, dass Ihnen Ihre Fassung besser gefallen hat. Jetzt fahren wir schnell zu ihm und Sie erklären ihm, dass die Schwachstellen der zweiten Fassung von der Mutter Oberin stammen. Und wenn Sie ihm dann noch sagen, dass Sie auf der Buchmesse persönlich da sind, um Ihren Roman zu präsentieren, dann küsst der Mann Ihnen die Füße. Okay? Meinen Sie? Ich meine nicht nur, ich bin mir da ganz sicher. Ich kann aber jetzt nicht weg. Doch, als Ihr Agent und Manager bestehe ich darauf. Ich bin ja gespannt, was noch alles kommt.
Nein, ehrlich. Ich bringe nur noch schnell die Pakete hoch. Ach ja, Sie können in der Zwischenzeit bei Schwester Felicitas im Krankenhaus anrufen, wie es der Frau Albus geht. Ist recht. Aber bitte beeilen Sie sich. Ja, was sonst? Herr Dr. Kramer, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, entschuldigen Sie. Nicht nur, dass Sie sich in Ihrem Brief im Ton vergriffen haben, auch Ihre Beurteilung der überarbeiteten Fassung lässt, was den dramaturgischen Instinkt anbelangt, zu wünschen übrig. Herr Doktor? Er hat aufgelegt. So wie Sie ihn runtergemacht haben? Entschuldigung, ich will nicht stören, aber Schwester Hildegard ist nicht da. Kommen Sie, kommen Sie. Seine Exzellenz wollte sowieso gerade gehen. Wollte ich? Nun ja, in diesem Fall, grüß Gott und auf Wiedersehen, Schwester Lotte. Auf Wiedersehen, Exzellenz. Das nächste Mal treffen wir uns bei mir im Ordinariat. Sie haben ständig nur telefoniert und wir sind zu nichts gekommen. Setzen Sie sich, Schwester. Erzählen Sie. Was ist da los in Kaltental? Meinen Sie wirklich, dieser Huber hat eine Chance? Nein, das würde Herr Wöller niemals zulassen. So weit kenne ich ihn. Ich bin aber nicht wegen ihm da. Ich bin wegen unserer neuen Novizin da. Brigitte Schmidt? Sie heißt nicht Brigitte Schmidt. Wie? Den Namen hat sie nur benutzt, weil sie von der Polizei gesucht wurde. Polizei? Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Sie heißt Ingrid. Ingrid Knob. Sie hat sich der Polizei gestellt. Und der Haftrichter hat sie mir bis zur Gerichtsverhandlung anvertraut. Was hat sie denn angestellt? Sie hat mit ihrem Freund bei einer Firma ca. 100.000 Euro veruntreut. Er ist mit der Beute abgehauen. Aber dank ihrer Aussage ist er bereits verhaftet. Und was ist mit dem Geld? Das hat man bei ihm sichergestellt. Insofern hält sich der Schaden in Grenzen. Aber Ingrid, bereut zutiefst, Mutter, bitte. Wir müssen ihr eine Chance geben. Gut. Aber vorerst nur bis zur Verhandlung. Und falls sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden sollte, tut es mir leid. Danke. Und noch etwas, Sie sind mir für die Frau verantwortlich. Sie scheinen ihr ja zu vertrauen. Bei mir wird das länger dauern. Wie ein Mensch mich so täuschen konnte. Verstehe. Wo ist Schwester Hildegard? Vermutlich mit ihrem Agenten, Herrn Stolper, unterwegs. Und hier bleibt alles liegen. Auf die Dauer gesehen ist das einfach kein Zustand. Aber eine Erfolgsautorin in unseren Reihen zu haben, das ist doch auch etwas sehr Schönes. Mir war sie vorher lieber. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Lady Versand. In der Klinik. Und die Ärzte wissen nicht, ob sie die Nacht überleben wird. Was? Bitte kommen Sie jetzt. Ich kann hier jetzt nicht weg, sonst bin ich meinen Job los und kein Schwein nimmt mich mehr. Aber um 12 ist Schluss. Bitte, Sie würden es sich nie verzeihen, wenn Sie zu spät kommen. Hat sie gesagt, sie will mich sehen? Naja, nicht so direkt. Sie hat mich vor die Tür gesetzt, mir die Kinder weggenommen. Und genau die brauchen Sie jetzt. Ja, vielleicht schaffe ich es da bis 11, wenn hier wenig los ist, aber jetzt geht es nicht. Verstehen Sie doch, ich bin gerade dabei, mir ein neues Leben aufzubauen. Von null, weil Helga mir alles weggenommen hat. Aber das war doch einmal. Schauen Sie, vielleicht ist das Ihre letzte Chance, um mit ihr Frieden zu schließen. Tut mir leid.
Die Rosen, der Rose. Danke. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Gefällt's Ihnen? Mhm. Geradeaus, bitte. Ja, Sie müssen mich einen kleinen Augenblick entschuldigen. Ich muss in meine Küche. Ach, was gibt's denn da? Überraschung. Halbe Pirouette in den Salon. Bis gleich. Entschuldigung. Ja, Sie. Ich hoffe, es ist was eminent Wichtiges, Frau Laban. Was? Ach du Schande. Das habe ich völlig verschwitzt. Duell, ja? Jetzt übertreiben Sie nicht. Ich werde dem Huber die Hammelbeine langziehen, damit er endlich weiß, wo Gott wohnt, ja? War's das jetzt? Na gut, danke. Wiederhören. Was Schlimmes? Nein. Ich habe da nur ein kleines Problem. Ich müsste noch mal kurz weg. Eine dringende Besprechung mit dem Hermann Huber. Jetzt? Ja. Es ist eine Frage der Ehre, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und wenn ich da nicht erscheine, dann muss ich mein Leben lang nachsagen lassen, dass ich gekniffen hätte. Also bitte, ja? Sie fahren jetzt zum Huber und ich bleib da und koch. Ja. Gut. Wie Sie meinen. Ja, aber es geht doch nicht nur um heute Abend. Wir haben doch ein ganzes Leben vor uns. Celia! Danke, Herr Meier. Aber beeilen Sie sich, ich muss Sie ja noch zum Wagen fahren. Ja, bis bald. Lotte, wo warst du denn? Frau Laban sucht überall nach dir. Wie geht's denn, Frau Albus? Der Pfarrer war da und hat ihr die Krankensalbung gegeben. Und dann hat sie geweint und immerzu nach ihrem Mann verlangt. Ich habe sie gefragt, ob ich die Kinder holen soll, aber sie wollte nicht, dass sie sie so sehen. Vielleicht schaust du nach ihnen. Mach ich. Hier kannst du nichts tun. Und dann vergiss nicht, die Frau Laban anzurufen. Offenbar will Wöller sich mit Huber in der Kiesgrube duellieren. Nein! Doch! Matthias? Jörg hat genug geübt. Matthias? Vielleicht kommt Matthias. Er ja doch noch. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Du hast ihn gefunden? Ja, schon. Ich muss nur noch aufs Revier, weil da ihr Wagen steht. Aber dann... Trude, also ehrlich, da kämpft eine Mutter von zwei Kindern um ihr Leben und du regst dich darüber auf, dass Omas Ligusterhecke um 0,5 Millimeter länger wachsen... Ich muss los, sie ist da. Wir müssen noch in die Kiesgrube vom Huber fahren. Nein, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, was ist jetzt schon wieder los? Der Böller und der Huber bringen sich gegenseitig um. Na und? Ich hab schon gedacht, du kneifst. Das hast du gehofft. Du hast schon immer eine große Klappe gehabt. Weil du Angst hast vor der Tracht Prügel. Mal sehen, was du wirklich drauf hast. Typisch du, ja? Wenn man abgelenkt ist, schlägst du zu. So. Ja, hier, kommt Schwester Lotte.
hoch. Und du machst so. Sie benehmen sich ja wie die Kinder im Sandkasten. Halten Sie sich da raus. Komm. Meier, jetzt unternehmen Sie doch was. Aua, ich hab Feierabend. Aber Sie müssen doch da einschreiten. Nein. Meier! Schluss jetzt! Zwingen Sie mich nicht, von meinem Amt Gebrauch machen zu müssen und Sie beide einzusperren! Was? Resi. Haben Sie mir mal erreicht? Schwester Lotte hat wirklich alles versucht. Ich möchte nicht sterben, bevor ich nicht mit ihm gesprochen habe. Verstehen Sie das? Hm. Helga. Schwester Agnes? Agnes? Ist Lotte da? Nein, sie hat sich den ganzen Tag noch nicht blicken lassen. Aber warte, ich höre einen Wagen. Sie kommt gerade. Mit zwei Kindern. Entschuldigung, wenn ich störe. Wenn Sie jetzt schon keinen Wert mehr auf unsere gemeinsamen Mahlzeiten und Andachten legen, sollten wir eine Entscheidung treffen. Entweder Sie sind Nonne und halten sich an unsere Regeln, oder Sie sind Schriftstellerin und ziehen die Konsequenzen. Das habe ich getan. Ich wollte nur noch den Prozess abwarten, weil es mir nicht fair erschien, Sie damit allein zu lassen. Aber der hat sich ja jetzt in Luft aufgelöst. Meine Gründe finden Sie in diesem Brief. Das Schreiben hat mir eine Welt eröffnet, die ich so nicht kannte, als ich mich fürs Klosterleben entschied. Ich kann nicht mehr zurück. Ich hoffe nur, dass Gott, der mir dieses Talent gegeben hat, mir verzeiht, wenn ich es ausübe. Tut mir leid. Wollt ihr noch einen Kakao? Gut. Die Betten sind bezogen. Ich habe euch in ein Zimmer gelegt. Ich dachte, das ist euch lieber. Können Sie im Krankenhaus anrufen? Ja, aber da schlafen doch jetzt alle. Nein, nein, wir gehen morgen gemeinsam hin. Agnes, schau doch mal, wer das ist. Und wenn es Wöller ist, schick ihn bitte weg. Entschuldigung, Schwester, wo sind meine Kinder? Danke. Ah, wie schaut's aus? Sie hat die Nacht überstanden. Dr. Wolf meint, sie könnte es schaffen. Das lässt ja hoffen. Wo sind die Kinder? Die schlafen noch. Wie geht's meiner Frau? Viel besser. Oh.
Da sind wir ja noch mal mit einem blauen Auge davongekommen. Streuen Sie nur Salz in meine Wunden. Aber ich muss den Spaß verderben. Mir geht das mit Verlaub gesagt sonst wo vorbei, ja? Ob der Huber nun Bürgermeister wird oder nicht. Aber, naja, mein Leben ist sowieso ein einziger Schrotthaufen. Ich koche Ihnen jetzt einen starken Kaffee und dann fahren Sie ins Rathaus und machen diesen unüberlegten Rücktritt rückgängig. Ja, ich kann mich doch nicht so in der Öffentlichkeit zeigen. Warum denn nicht? Sie setzen sich einfach eine Sonnenbrille auf. Der Huber schaut auch nicht besser aus. Aha. Ja, ich habe da ein ganz anderes Problem. Nach der Geschichte bin ich bei der Frau Annast unten durch. Und ob die jetzt nach all dem in meiner Firma arbeitet, ist mehr als fraglich. Ohne die Frau Annast können Sie leben. Aber nicht ohne Ihr kalten Tal. Jetzt kommen Sie schon. Nein. Doch. Nein? Ist das Ihr letztes Wort?